So, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harry Potter und der Stein der Weisen. Harry Potter. Ja, alles klar. Wir sind hier im ersten Stock. Wir haben sämtliche Zutaten für Snape gefunden. Haben also diesen Tag eigentlich nichts mehr zu tun. Aber ich hatte ja am Ende letzten Parts schon gesagt, dass ich diesen Part wahrscheinlich hauptsächlich damit verbringen werde, irgendwelche Dinge zu suchen. Und hier brauchen wir die Findo. Den haben wir nicht. Aber vielleicht bringen wir ja die... Ha! Kaputt. Gut, Bohnen können wir keine mehr einsammeln, weil wir schon zu viele haben. Aber vielleicht gibt es in den Pulten ja wieder Spielkarten. Also Sammelkarten. Und auf die habe ich es ja so ein bisschen abgesehen. Das war eine Bohne. Und wir können nur 150 tragen. Verdammt. Eine Bildkarte. Yes, sir. Nein, die haben wir schon. Obwohl, was heißt nein? Dadurch, die können wir tauschen, ne? Die wir doppelt haben. Das ist ziemlich gut an dem Spiel. Vor allem, weil man aussuchen kann, welche man tauschen möchte. Das ist nice. Nichts. Eigentlich auch schon ein bisschen frech, ne? Kürbispastete. Ich meine, Harry ist Erstklässler, rennt hier durch die Schule und räumt einfach irgendwelche Pulte aus. Wobei das ja eigentlich auch... Ich glaube ja nicht, dass die Schüler immer am selben Platz sitzen. Stinkbombe! Ich kann auch die Luft zum Stinken bringen und ich brauche keine Stinkbombe dafür. Hat er nicht gesagt. Der Witz an der Sache ist, das kann jedes Lebewesen. Eine Bildkarte. Yes, sir! Haben wir auch schon. Mirabella Plunkett. Nur mal kurz zur Erklärung. Mirabella Plunkett, glaube ich, das war... Die hatte einen Freund. Durfte den aber nicht heiraten. Hat sich also aus lauter Verzweiflung selber in einen Fisch oder eine Forelle oder einen Barsch, ich weiß es gar nicht, verwandelt und wurde seitdem nie wieder gesehen. Man weiß auch nicht, ob sie noch lebt oder ob sie schon tot ist oder... Was? Ich kann in den Verwandlungsraum... Doch. Okay. Der ist ziemlich originalgetreu gemacht. Gibt's auch die Treppe? Ja. Sehr schön. Das gefällt mir. Ich sehe auch schon, wir werden hier eine Prüfung haben. Hier hinter ist nämlich im zweiten Teil die Avi-Force-Prüfung. Eine Prüfung, die ich persönlich nicht mag. Vor die ich als Kind schon Schiss hatte. Jetzt habe ich es als Erwachsener mal durchgespielt und ich muss gestehen, ich habe auch rausgefunden, wieso ich als Kind so viel Schiss vor der hatte. Sie ist nämlich einfach nur fucking unfair. Ist das denn eine Glocke? Keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir hier scheinbar noch nicht so viel machen. Kann ich die Pulte hier durchsuchen? Nee. Da sind ja die Bänke vor, das geht nicht. Okay. Lumos! Wäre auch zu schön gewesen. Ja gut. Dann ist dem wohl so. Aber was für einen Verwandlungszauber könnten wir hier lernen? Ich meine, wir haben jetzt schon 4 von 6, wenn mich nicht alles täuscht. Tatsache. Also wir kriegen definitiv noch Defindo und Incendio oder irgendeinen Entflammungszauber und das war's dann. Oder haben sie das einfach nur im zweiten Teil so gelassen... Wo holst du nur die Energie her? Ich bin total erledigt. Ich bin nachtaktiv, was erwartest du? Wo holst du nur die Energie her? Ich bin total erledigt. Und ihr werdet lachen, aber das ist tatsächlich auch mein Lebensstil. Ich bin tatsächlich nachtaktiv. Also für die, die es nicht wissen, ich arbeite ja auch im Schichtsystem und Nachtschicht ist tatsächlich meine absolute Lieblingsschicht. Ich bin da quicklebendig. Alles, was irgendwie in der Früh... Huch, jetzt meldet sich meine Uhr. Zeit aufzustehen. Nein, ich denke nicht. Ich bleib hier erstmal sitzen und spiele noch ein bisschen weiter. Ja gut. Haben wir ersten Korridor fertig. Verwandlungskorridor. Hätte jetzt tatsächlich gehofft, dass da noch irgendwas ist, aber... Aber zu meiner Theorie. Könnte ja durchaus sein, dass... das Spiel dadurch, dass es nach Kammer des Schreckens kam, also nach dem... zweiten Teil kam der erste Teil, was vollkommen Sinn macht. Und meine Vermutung ist, ich glaube, hier waren wir doch schon, ne? Zauberkunst waren wir auf jeden Fall drin. Ne? Bibliothekanbau. Ich glaube, in der Bibliothek können wir jetzt nicht viel machen, oder?
Guck mal. Und vielleicht haben sie ja einfach nur das Gesamtmodell von Hogwarts übernommen und haben einfach nur die Bereiche, wo man eigentlich im ersten Teil nicht hin kann oder die für den ersten Teil nicht benötigt werden, sondern nur für den zweiten Teil, einfach rausgenommen. Wie das hier zum Beispiel. Hier ist zum Beispiel ein Ausgang in Kammer des Schreckens aus der verbotenen Abteilung. Wieso heißt sie so? Weil sie verboten ist. Übrigens auch ein Level, vor dem ich als Kind wirklich Schiss hatte. Und der mir auch heute noch Respekt einflößt irgendwie. Ich weiß nicht, das sind so... Ja, bleibende Erinnerungen, ne? Kindheitstrauma. Und trotzdem habe ich das Spiel durchgesuchtet wie sonst was. Und ich hatte jedes Mal Totschiss davor. Jedes Mal vor diesen Aufgaben. Und das Blöde ist, sie kam auch jedes Mal relativ früh. Okay, also hier werden wir auch wahrscheinlich auch nicht mal reinkommen, weil da steht nicht mal versuchen. Man kann es nicht mal öffnen. Was ich aber gerade ziemlich cool finde, ist, dass hier keine Ladesequenzen sind. Ach ja, hier geht's um eine Ecke. Nice. Kein Bibliothekar. Bibliothekar? Heißen die so? What the fuck? Was? Was habe ich gemacht? Erzähl mir nicht, ich hab... Nein. Random basiert? What? Okay, also wenn ich jetzt random irgendwelche Gläser anballere und die kaputt gehen und ich dadurch eine Truhe kriege... What the fuck? Das macht gar keinen Sinn. Herr Harry, nehmen Sie bitte das Glas da oben. Nein. Gut, dann mache ich das kaputt. So, haben Sie jetzt davon. Verstehen tue ich es trotzdem nicht. Aha! Gut, wie gesagt, die Bohnen, die lassen wir jetzt liegen, weil die brauchen wir momentan eh nicht. Wir sind voll. Sind hier noch weitere? Aha! Da sind wahrscheinlich auf der anderen Seite auch noch welche, die ich übersehen habe. Interessant. Trotzdem? Nö, hier ist nichts mehr. Da müssen in den oberen Stockwerken wahrscheinlich noch welche sein. Oder ich bin komplett blind. Für den Fall der Fälle schreibt mir mal bitte mit Minute und Sekunde, was ich übersehen habe. Meine bringt wahrscheinlich eh nichts, weil ich das ganze Projekt im Voraus aufnehme, aber was soll's. Habe ich jetzt auch doppelt. Gryffindor. Nein! Ah, guck mal. Nee, den hatte ich schon. Jetzt geht da die Tür auf. Oh, Wunder. Hier waren wir ja schon mal in der Nacht. Na? Hier ist auch nichts mehr drin. Da können wir nicht durch. Hier können wir nicht durch. Das geht nämlich erst, wenn wir das hier entzünden. Ich glaube, das macht Sinn. Aber auf der anderen Seite waren wir, glaube ich, auch noch nicht, oder? Ich will wissen, ob da eine zweite Truhe auftaucht, weil das sieht schon sehr mysteriös aus. Scheint aber nicht so. Nö, schon mal haben wir jetzt alle Gläser kaputt gemacht. Aber ich wäre nicht ich, wenn ich nicht vorsichtshalber doch nochmal gucke, weil ich kenne mich. Hier nochmal reingucken. Hier nochmal rumgucken vor allem. Nö. Oder es taucht da auf, weil das Zauberbuch daneben stand. Das kann natürlich auch sein. Aber die Musik ist schön. So, gut. Da ist hier scheinbar weiter nichts. Vorerst. Ach, guck mal, hier ist auch das... Der Geheimgang ist zu. Gut, gehen wir zurück. Interessant. Aber hier müssen wir auf jeden Fall nochmal hin, wenn wir die Findo und Entflammungszauber, höchstwahrscheinlich Incendio, besitzen. Dann werden wir hier definitiv nochmal zurückgehen. Ja. Was machen wir jetzt? Wir haben gerade mal 10 Minuten rum. Ich mach dich kaputt. Bums. Yeah. Gut. Ansonsten hätten wir hier nichts. Weil in Zauberkunstunterricht, da waren wir ja schon, da können wir noch nichts anfangen. Noch. Wow. Hier fehlt eine Treppe. Da kommt sie. Da
Wenigstens etwas. Verteidigung gegen die dunklen Künste. In der Lumas-Aufgabe war die Finde. Okay, also das bringt nichts. Geschichte der Zauberei. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Ich glaube. Ich will mich darauf nichts festlegen. Hier waren wir zum Duell gegen Malfoy, ne? Die kann man auch durchsuchen. Eine Bohne. Pfefferminz. Nice. Ich bin völlig erledigt. Würde am liebsten für den Rest des Jahres in Winterschlaf versinken. Ja, das denke ich mir manchmal auch. Ah, Geheimgang. Ich glaube, in dem waren wir sogar schon drinnen, ne? Geschichte der Zauberei. Irgendwie bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, wir waren hier auch schon drinnen, ne? War das nicht sogar die erste Nacht? Hier stehen auf jeden Fall noch die Gläser, also. Boom! Explodierende Gläser. Habe ich eins übersehen? Nö. Okay, dann wird hier wahrscheinlich auch kein weiteres sein, oder? Skeptisch durch die Gegend guck. Dann durchsuchen wir weiterhin. Eine Bildkarte. Boah, gleich zu Anfang Jackpot. Nicht doppelt, nicht doppelt, doppelt. Verdammt! Egal, mehr Karten zum Tauschen. Wir haben schon 60 von 101. Das muss man sich mal überlegen. Und wir haben gerade mal 30% des Spiels. Läuft. 28, Entschuldigung. 28 hat das Spiel gesagt. Ach ja. Stinkbomben. Nice. Bin ich mal gespannt auf die Sequenzen, wo man da vor den... Ja, alles klar. Die Sequenzen, wo man vor den Vertrauensschülern... Hatten wir schon. Alter. Orsino Thruston. Hatten wir auch schon. Dorcas Well-Beloved. Die hatten wir noch nicht. Angus von Woodcroft. Hatten wir auch schon. Angus von Woodcroft. What? Zweimal? Verdammt! Hier waren die Mistbomben oder Stinkbomben. Ja. Eine Bohne! Ich schwitze. Es ist warm. Und wir haben es gleich 2 Uhr morgens. Ja, läuft. Also bei mir, während ich aufnehme. Ja, läuft. Na? Ne? Will er nicht. Ich bin am Überlegen, suchen wir uns noch einen Schüler, der eventuell mit uns tauschen möchte, oder gehen wir ins Bett? Wollte schon sagen, da war was. Aber ich meine, in diesem Gang waren wir schon. Frag mich nur, wo der hinführt. Der führt, glaube ich, in den 7. Stock. Ah ja. Sehr gut. Passt das ja. Muss ich nicht durch so viele Türen gehen, wisst ihr? Lalalala, ich bin ein faules Schwein. Moment. Die haben wir schon. Hier ist eine Tür. Die nicht zu öffnen ist. Im zweiten Teil übrigens auch nicht, glaube ich. Genauso wie die da. Ne. Und die auch nicht. Na gut. Ich glaube aber, vor dem Gemeinschaftsraum waren noch ein paar Leute, die tauschen wollten, wenn mich nicht alles täuscht. Oh, hier ist leer. Was? Aber ich höre doch welche. Die veräppeln mich. Ach, wisst ihr was? Dann tauschen wir noch nicht. Dann beenden wir jetzt die Nacht. 5 Minuten, wow. Lohnt sich ja noch. Ich wollte gerade sagen, wo ist sie? Was war? Kaputt, Draconis. Kaputt. Gut gemacht, junger Gryffindor. Das ist tatsächlich das richtige Passwort. Das sagst du uns jedes Mal, wenn wir da sind. Hallo. Was macht ein Hufflepuff im Gemeinschaftsraum von Gryffindor? Also jetzt mal ernsthaft. Du musst
musst müde sein, Harry. Ich bin es jedenfalls. Ernsthaft? Also das ist jetzt vollkommener Bullshit. Danke, Harry, dass du Theorie der Magie besorgt hast. Hier hast du eine Bildkarte. Toll. Mopsus. Mopsus. Ein Hufflepuff im Gemeinschaftsraum von Gryffindor. Leute, ernsthaft, war das so schwer? Ihr hättet einfach nur den Umhang rot machen müssen statt gelb. Dann wäre das nicht aufgefallen. Oh, na gut, gehen wir mal schlafen. Und im Schlaf wird uns der Hufflepuff alle umbringen. So, jetzt achte ich mal auch darauf, wer wie viel hat. Hufflepuff hat 46, wow. Gryffindor hat 100, yeah. Ravenclaw hat 49. Wie kommen die alle auf so krumme Beträge? Slytherin hat 79. Oh, die sind gut drauf, da. Gut drauf sind die. Also uns gegenüber nicht, aber ja. Das ist Snapes Schuld. Der gibt denen ja die ganze Zeit Hauspunkte. Alles klar. Bing! Die Nacht. Okay. Bin ja mal gespannt, was jetzt auf uns wartet. Ein bisschen Angst habe ich schon. Los, Harry. Die Halloween-Feier fängt gleich an. Gehen wir in die große Halle. What? Die Halloween-Feier? Jetzt schon? Das macht gar keinen Sinn, weil in der Halloween-Feier, bei der Halloween-Feier kommt... Oh Gott. Ernsthaft, Percy? Percy. Ich meine, willst du nicht runter zur Halloween-Feier? Verpiss dich. Bitte lass das so schnell wie es geht funktionieren. Ja. Hey! Shopping Time. Oh yeah. So, erstmal Bildkarten. Wie viel kostet die Edgar Sturger-Karte? Das kostet 30 Bohnen. Wow, what the fuck? Ich glaube, die hatten wir sogar schon, ne? Ja. Verdammt! Eine Karte mehr zum Tauschen. Bertie Bott-Karte, limitierte Auflage. Wie viel kostet die? Das kostet 50 Bohnen. Ich glaube, die hatten wir tatsächlich noch nicht. Hat mir irgendwie schon alles. Kann das sein? Ich guck mich mal um. Vielleicht gibt es ja noch tollere Sachen. Ein zweiter Bohnenbeutel oder so. Das wäre ziemlich nice, aber nö. Okay. Alberich Grunion, der Erfinder der Mistbombe. Wie viel kostet die? Das kostet 30 Bohnen. Ich glaube, den haben wir tatsächlich noch nicht. Nö. Alberich Grunion, Erfinder der Mistbombe, 1803 bis 1882. Ich glaube, den ging mal eine hoch, versehentlich. Natürlich. So, holen wir uns mal hier... Mistbomben. Ja, es ist... Lootboxen, genau. Kesselkuchen. Oh. Kesselkuchen. Ja. Noch mehr. Komm, und jetzt eine Kürbispastete. Mistbomben. Oh, da würde ich nicht reinbeißen. Ach ja. Oh, Percy. Der wird uns jetzt voll erwischen, wette ich mit. Oh Gott, da steht er. Das war ja leicht. Aber wisst ihr, was ich jetzt mache? Auch wenn dieser Part jetzt etwas kürzer ist als normal, 20 Minuten ist ja so mein Richtwert, sag ich mal, würde ich sagen, beende ich hier den Part. Ich hoffe natürlich, er hat euch gefallen und im nächsten Part gehen wir runter zur Halloween-Feier. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich tue es auf jeden Fall. Also sage ich bis denn irgendwann, euer Renchi. Bye!